müssen unsere Kräfte sammeln. Wer weiß, was uns da drin erwartet. Schätze natürlich. Erhebt euch von euren schuppigen 4 Buchstaben und lasst uns gehen. Still, Salma. Wir sind nicht allein. Was haben die beiden Gestalten wohl vor? Und damit herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ich bin eben so durch die Gegend gelaufen und habe 2 Stimmen gehört, die sich über etwas unterhalten. Nämlich über den Inhalt dieser alten Nordruine, wie es aussieht. Bevor wir da hingehen, will ich noch kurz hier die Truhe plündern. Ah, da komme ich hoch. Und dann dachte ich mir, hey, drückt einfach mal schnell auf Aufnahme. Das lassen wir uns nicht entgehen. Hallo? Trank? Ich habe mal ein paar neue Pfeile nachgemacht. So. Ist das ein Friedhof oder was? Nee. Einfach eine Brücke. Einfach nur, wo man es kann. Gut. Ja, sehr schlau von ihr auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mal das Gespräch und fragen mal, um was geht's? Wir sollten dort drin sein und Schätze einsacken. Aber das Sensibelchen hier findet, wir sollten noch warten. Kommt bloß nicht auf dumme Ideen. Wir waren zuerst hier. Was erwartet ihr dort drin zu finden? Gold? Silber? Vielleicht Edelsteine? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Was geht hier vor? Es ist mir egal, was Bem sagt. Es ist höchste Zeit, dass wir dort hineingehen und unser Glück machen. Also gut. Ich bin es langsam leid, darüber zu diskutieren. Wenn Fräulein Salma auf dieser Verrücktheit besteht, dann sei es so. Es ist mir egal, was Bem sagt. Es ist höchste Zeit, dass wir dort hineingehen und unser Glück machen. Okay, dann gehen wir rein. Unterhaltet euch mit Fräulein Salma, wenn ihr euch mit jemandem unterhalten möchtet. Es ist mir egal, was Bem sagt. Es ist höchste Zeit, dass wir dort hineingehen und unser Glück machen. Dann los. Nicht ohne uns. Schließlich ist bestimmt genug für alle da. Kommt, Bemja, wir gehen. Auf geht's. Ihr könnt uns nicht so leicht abschütteln. Oh, mein Ei. Oh! Oh Gott! Jetzt ist alles vorbei. Oh. Immer diese Spinnen, ey. Ich hasse das so sehr. Wen haben sie denn hier gegessen? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Eine Silberader. Schön. Alter! Also in seinen Blitze kann auch keine Gnade, ha? Huh? Oh. Ja, eure ganzen Nachkommen sind jetzt weg. Ja, der ballert ja auch zurück bis in die nächste Eiszeit. Was war das? Was war das? Eine weitere Spinne wahrscheinlich. So. Okay. Dass man die nicht looten kann, aber gut. Ist nun mal so. Ja, wie cool diese Eishöhle hier einfach ist. Was haben wir hier? Tatsächlich. Wir haben. Brief von Salma. Ja, hol ich mir später. Und nun, da muss es doch einen Weg hindurch geben. Seht euch mal um. Eine Truhe gibt's erstmal. Hab's selbst gesehen. Meins. So, und hier ist ein Hebel. Das war's. Gehen wir hinein.
Okay, hier ist eine Falltür. Jetzt ist alles vorbei. Sehr gut, eine Ebenerz-Axt. Die bringt wieder gut Geld. Dass ich mir so weit wegschleudern muss. So, wir haben einiges, was wir hier finden können. Die Truhe hier im Kamin. Was haben wir noch? Zweimal Wein, einen guten Trank. Wundertrunk der Stärke nehme ich auch mal mit. Da drin ist noch mehr zu finden. Das nehme ich auch. Ah, ist keine Falltür, okay. Ich dachte schon. Gut, gehen wir weiter. Hier können wir durchblicken. So. Ja. Weiter. Ist da niemand? Ist jetzt sicher. Ist da jemand? Alter, halt mich erschreckt. Jetzt ist alles vorbei. Ich hab die Skiver nicht gesehen. Alter, wie verjagt. So. Gut. Und. Pau. Aua. Los, Mann, kaputt. Sehr schön. Geld für mich, Rest für euch. Guter Deal, ne? Die durchsuchen halt auch einfach gar nicht. Sie rennen hier durch und metzeln einfach alles nieder. So, na komm. So schwer ist das Schloss nicht. Sag ich doch. Komm. Sehr gut. Dann geht's hier unten weiter. Ist hier noch irgendwas? Nee, keine Truhe, kein nix. Was war das? Hier so ein Dicker. Lauf nicht kopflos vor, wenn das mal keine Falle ist. Ihr entkommt. Guter Punkt. Eine Riesenkette. Wofür ist die eigentlich? Ah, ach, die Tür da oben. Ja toll, klar, wenn alle tot hier sind, wer soll denn die Kette ziehen? So bescheuert. So. Stunde. Gartrick erwartet uns. Okay, was? Was habt ihr denn? Wir holen uns nur den Schatz und gehen. Bereit? Ihr könnt zuerst gehen. Auf. Gehe ich ja zuerst. Was war das? Hallo Gartrick. Wie geht es denn? Kriegst du das, Gatrick, mein Bruder? Hey! Oh shit! Au! Gatrick, lass das! Gatrick, hör auf! Lass mich! Ja, von mir aus. Dann schnapp sie dir. Oh, Gatrick, ich werd echt sauer langsam. Hör auf. Das finde ich echt nicht cool von dir. Das finde ich noch weniger cool von dir. Alter. Gatrick, du dumme Sau. Verdammt.
Okay, erstmal hier. Ich hätte aber gerne einfach dieses Bild im Kopf, einfach das ganze Spiel einfach anhalten, sie erstmal hier 1000 Tränke reinschlürfen oder 50 Brötchen erstmal reinwürgen. Und dann geht's weiter. Ich sollte euch für eure danken. Ja, muss es jetzt sein? Ciao! Finde ich nicht so lustig, der Trick, ehrlich zu sein. Gib mir einfach alles. So, ciao, Pinsel. Mach's gut, mein kleiner Pinsel. So, wo ist die blöde Let? Oh, endlich. Oh, schicke Friese. Vater hat Baby nie vertraut. Ich hielt ihn immer für überflüssig. Kann ich die Musik mal beruhigen? Ich habe nur das Abenteuer gesucht. Nicht das hier. Geht ohne mich weiter. Ich glaube, ich muss eine Weile allein sein. Ich weiß nicht. Imjar hat sich um mich gekümmert, seit ich ihm höchstens bis zum Knie ging. Ich muss mich ausruhen und dann werde ich wohl nach Hochfels zurückkehren. Geht ohne mich weiter. Ich glaube, ich muss eine Weile allein sein. Das ist aber auch mies, wenn dieser blöde Idiot sich so lang schon um sie kümmert, dass sie einfach so hintergeht. Ja, du bist schon ein schmutziger, ne? Du bist ein richtig ekliger. Du bist ein richtiger kleiner Mistmann, ne? Hast du nicht anders verdient. Bin ich ganz ehrlich. So, und du, mein Lieber, wir haben ja noch was zu klären, mein lieber Gatrick. Du hast mir übel zugespielt. Aber wir versuchen erstmal unseren nächsten Schrei. Dahin schwinden. Ätherische Gestalt. Das ist gut. So, was haben wir hier? Schick. Ganz so schick. Das heißt, er wollte auch so gern sterben, ne? Dass er ganze Zeit auf seinen coolen Drachenschrein drauf starrt. Okay. Ach, Gatrick, mein Bester, ha? Was machen wir bloß mit dir? So, was ist das? Ah, danke. So. Dann würde ich sagen, nichts mehr raus hier. Nach dieser langen Tragödie zwischen den beiden da. Gott, wird dann ja schwindelig hier drin. Und raus hier. Ah, klare Luft. Ja, Verrat halt, ne? Das ist halt eine scheiß Geschichte. Du kommst also in den Sinn, ne? Überleg mal, du hast jemanden, der sich sein Leben lang, den du über alles vertraut hast. Und der will wegen so einer blöden kleinen Kacke dich einfach verraten und umbringen. Vor allem für was? Was hat er sich damit erhofft? Das wäre mal interessant rauszufinden. Ah, ein altes Wehmar-Denkmal. Sehr schön. Sehr schön. Nicht so schön. Aua.
Tücher waren, das war mir auch egal. Wenn der nicht will, will ich auch nicht. Ich erklimme diesen Berg in Skyrim-Style. Gleich vorbei. Wenn mich das Spiel das machen lässt. Sehr schön. Ja. Und jetzt stehen wir hier, ne? Haben die ganze Welt vor uns. Ich will hier hoch. Alter, genau so. Wie winzig das alles aussieht, ne? Vor allem, warum haben die Dwemer gerade hier oben was gebaut? Aber mitten in der Einöde. Da drüben müssen alles Grabscheinen, wie es aussieht. Ich sehe den Torbogen. Da hinten müsste dann Winterfeste sein. Dann haben wir hier unten. Ich glaube, hier müsste dann der Ort sein, wo man noch so ein Haus kaufen kann. Wenn ich mich recht entsinne. Schau mal auf die Karte. Bei irgendeinem. Ne, hier. Hier war das, wo man das Haus kaufen konnte, glaube ich. Irgendwo hier, genau. Also ist der Winterfeste war richtig. Das ist gut. Und da ist Sartal. Unser nächster Stopp, wo wir unser letztes Artefakt finden. Von den Ketten von Galdur. Und bis dahin sage ich dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abonnement da. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dabei bleibt. Mir bis 250 Abonnenten hilft. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.